So, heute machen wir eine gemütliche Tour am Anhänger. Hört ihr nicht? Ja, das liegt daran, dass wir das nicht so schnell fahren. Das ist auch so. So ein schönes Licht. Besonders mit meiner Oakley-Brille, das schaut, das ist ein leuchtendes Grün oder so. Ah, neue Reifen ist echt schwer zu fixieren. Da macht der Wind. Hoppa, beißen, beißen. Oh. Aha, das reicht schon. Samstag war ich zuletzt am Anhänger und da waren so super Bedingungen, weil da war gerade die richtige Bodenfeuchte und war einen super Trick gehabt. Also das war alles so leicht gegangen zu fahren.
Ja, ja. Ja, ja. Aber die haben sich immer so geil reingelegt. Aha, ja. Wirklich, ja? Na ja, gut. Mit deiner Technik. Und teilweise haben die Leute dann so kleine Erdkicker. Ja, 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 genau. Ja, manche Wege werden dann sogar schöner, weil es Umfahrungen gibt, wo es früher einfach nur gerade runter ging. So schön nach dem Schneebiken. Heute frühlingshaftes Wetter, aber ziemlicher Wind. Wind. Treffen wir uns beim Tempel. Kommt hin. So, und schon wieder mal ist ein Bolzen locker. Die dürften beim Zusammenbau statt Schraubensicherung Fett genommen haben. Und ich prüfe die immer, da sind sie fest mit dem richtigen Drehmoment. Und dann fahre ich und während der Fahrt merke ich dann, da wackelt was. Intelligenterweise hat Trek einen T30, also Torx 30 vorgesehen, der natürlich auf keinem Fahrradwerkzeug drauf ist. Deshalb muss ich da extra immer ein Werkzeug mit haben. So, heute ist sogar mehr locker. Nicht nur der Hauptbolzen, sondern auch dieser hier. Das ist echt ein Wahnsinn. Irgendwann einmal wird sich das Radl während der Fahrt zerlegen, fürchte ich. Totale Fehlkonstruktion. Oder was wahrscheinlicher ist, falsch zusammengebaut vom Händler oder vom Trek selber. So, mein Rad hat einen Service gebraucht, da waren schon wieder alle drei Bolzen locker. Achtung, ich komme. Ja, wie gesagt. Haha. Fauler ist der Wind. Stopp machen, fass halt keine Wand. Ordentlicher Sturm. Aber es ist trotzdem anstrengend.
Heute ist auch super rutschig, also das ist allein schon die Anfahrt, eine Herausforderung. Ja, das schaut von oben gemütlich, also schöner aus. Tini, nicht hochspringen! Kruzifix! Grüß euch! Ja, ja. Ah, je. Ich putze täglich die Zähne, weil es so viele Bussis gibt. Tini? Keine Bussis geben. Ja, und jetzt rechts. Ja, genau. Da rechts, glaube ich, ja. Wo ist denn der Robin? We'll be right back.
Wirklich, ja? Aber so mit dem Fake treten und dann so aufziehen, ja. Das war super spannend und ein wenig komisch. Und dann ist er weg. Okay.